Meine Eltern waren schon immer etwas seltsam gewesen. Das erste Mal, als mir das bewusst wurde, war ich gerade einmal 4 Jahre alt. Es war an einem sonnigen Donnerstagmorgen im Juli passiert. Wie jeden Tag half mir auch an diesem Morgen meine Mutter beim Anziehen. Cody, Schatz, du musst langsam lernen, dich selber anzuziehen. Du bist doch mein großer Junge. Sie lächelte und schaute mich mit ihren außergewöhnlich hellgrünen Augen an. Mir machten die Augen immer etwas Angst, da sie so hell waren. Ich hatte bisher noch nie einen Menschen mit solch einer Augenfarbe gesehen. Aber Mami meinte, die Farbe ist etwas Besonderes. Was sie damit meinte, hatte ich nie richtig verstanden. Ja, Mami. Auch wenn sie erwähnt hatte, ich solle mich alleine umziehen, half sie mir trotzdem. Ich habe eine so tolle Mutter. So. Und jetzt geh zu Daddy. Er wartet unten auf dich. Meine großen, braunen Augen strahlten förmlich. Oh ja! Mami lächelte glücklich und verließ mit mir mein Kinderzimmer. In der Küche duftete es nach frisch gemachten Pancakes. Na, Sportsfreund? Begrüßte mein Dad mich. Seine Augen lächelten mich frech an, während er mir zusah, wie ich am Esstisch Platz nahm. Mein Vater hatte übrigens dieselben hellen Augen wie meine Mutter. Außerdem hatten die beiden schwarzes Haar. Wenn Licht darauf schien, konnte man jede Strähne sehen. Jede davon hatte einen besonders schönen, metallischen Glanz. Von meiner Mutter die Haare waren immer ganz zusammengebunden, während Dads immer ganz kurz waren. Hier, Cody. Mein Dad gab mir einen Teller mit Pancakes, die ich ohne zu zögern aß. Lecker! Am liebsten würde ich meine Pancakes ja mit Mom und Dad teilen wollen, aber Mom meinte immer, es wäre nicht gut für sie. So, Zeit für den Kindergarten, stellte Dad fest. Hat dir Mami auch schon den blauen Traktor für deinen Spielzeugtag eingepackt? Mami nickte und gab mir meinen schwarzen Batman-Rucksack. Ich mag Batman. Daddy begleitet mich bis zur Tür. Zu meinem Glück war der Kindergarten nur ein paar Straßen von meinem Zuhause entfernt und ich durfte alleine zum Kindergarten laufen. Ich war da sehr stolz drauf. Die anderen waren ganz neidisch auf mich, weil sie immer mit ihren Eltern kommen mussten. Ich hopste zum Eingang des Kindergartens und schon fingen die Erwachsenen an, etwas zu tuscheln. Dabei gaben sie mir böse Blicke, als hätte ich etwas geklaut. Ich hatte aber nichts getan. Benny, mein bester Freund, kam sofort zu mir angesprungen und zog mich in das Gebäude. Die Großen sind böse, sagte er etwas ängstlich. Sie reden ständig über deine Eltern, Cody. Ja, weil ich die besten Eltern der Welt habe. Das muss jeder wissen. Stolz ging ich mit Benny in unseren Kindergarten, wo die anderen Kinder schon freudig mit ihren selbst mitgebrachten Spielzeugen zu spielen begannen. Cody, du hast doch den blauen Traktor mitgebracht, oder? Fragte Benny. Darf ich damit spielen? Du darfst auch mit meinem Holzdino spielen. Oh ja! Ich machte meinen Rucksack auf und kramte in ihm. Ich bekam auch etwas zu fassen, jedoch war es kein blauer Traktor, sondern eine kleine schwarze Flasche. Ach nein, Mom hat ihn vergessen, aber sie hat mir wenigstens etwas zu trinken mitgebracht. Ich hoffe, es ist Kirschsaft. Langsam schraubte ich den Deckel auf und hielt die Flasche an meinen Mund. Ein eigenartiger Geruch verhinderte, dass ich daraus trank. Der Geruch war seltsam, aber auch irgendwie vertraut. Ja, so rochen Mom und Dad oft. Na, Cody, was hast du denn da Leckeres zu trinken dabei? Fragte Frau White, die sich zu mir und Benny gesellte. Ohne Worte gab ich ihr die Flasche. Sie schnupperte daran, als sie die Flasche schnell von sich wegzog. Das ist ja Motoröl, Cody. Wieso hast du denn sowas dabei? Fragte sie mich entsetzt. Das weiß ich nicht. Na gut, Cody, geh spielen. Mit der Flasche in der Hand ging sie weg. Komm, Cody, wir spielen eben dann zu zweit mit meinem Dino, schlug Benny vor. Den Rest des Tages spielten wir zusammen, bis Mom mich abholte. Mami! Rief ich und stürzte in ihre Arme. Na, Schatz?
Hattest du heute auch wieder Spaß? Freudig nickte ich. Das ist schön. Sie nahm mich an die Hand. Meine Mutter war nicht die Einzige, die ihr Kind abholte. Auch andere Eltern waren da, um die anderen Kinder abzuholen. Sie schauten meine Mom ganz böse an. Viel schlimmer, als sie mich ansahen. Mom ignorierte jeden ihrer Blicke und sah zum Fußboden, während sie mit schnellen Schritten aus dem Kindergarten flüchtete. Komm schnell, Cody. Ist gut, Mom. Zu Hause machte Dad uns auf. Im Hintergrund hörte man lautes Gegröle. Es war wieder Zeit für Daddys Footballspiel. Ich ließ mich auf die Couch nieder, als Dad sich neben mir hinsetzte. Dad? Ich schaute ihn an, obwohl er seinen Blick tief in das Spiel versunken hatte. Mhm. Mom hat mir heute etwas Komisches zu trinken eingepackt. Frau White hat gesagt, dass es Motoröl war. Was ist denn Motoröl? Wie von einer Wespe gestochen, durchzuckte es ihn im Körper. Sofort machte er den Fernseher aus und rief. Nein, er schrie förmlich nach Mami. Cody, geh mal in dein Zimmer, sagte Daddy mit einem erschreckend fremden Unterton. So hatte ich seine Stimme noch nie gehört. Dads Stimme war immer so nett und weich. Wieso? Fragte ich ihn mit fragenden Augen. Geh! Seine Stimme wurde noch fremder. Bitte, Cody, bettelte meine Mom. Ich verließ das Wohnzimmer, doch ging nicht auf mein Zimmer. Ich blieb dort an der Wand stehen. Ich wagte es nicht, nur einen Blick auf Mom und Dad zu werfen. Ich hatte gedacht, du hast das Öl schon weggepackt. Und nun findet es Cody in seinem Rucksack? Kannst du mir sagen, wie das passieren konnte? Ich will eine Erklärung, und zwar jetzt! Schrie mein Dad. Ich bekam es langsam mit der Angst zu tun. Konnte Dad so sauer sein? Ich weiß es doch auch nicht, flüsterte meine Mutter verzweifelt. Warte mal eben, sagte mein Dad. Ich hörte seine Schritte, wie sie näher zu meinem Versteck an der Wand kamen. Dann stand er vor mir. Cody, was habe ich dir gesagt? Los, auf dein Zimmer! Seine Stimme brauste vor Wut. Eingeschüchtert von seinen harten Worten, ging ich dann auf mein Zimmer, wo ich kein einziges Wort von Mom und Dad hören konnte. Was haben die beiden denn auf einmal? Hab ich was gemacht? Wieso sind sie so böse? Irgendwas ist doch passiert. Ich wollte, dass meine Eltern wieder nett und freundlich sind, wie ich sie kannte. Irgendwann kam dann Mom in mein Zimmer, um mich in die Arme zu schließen. Cody, Daddy meinte es nicht so. Das Trinken, das du gefunden hast, gehört Daddy. Aber Mama, wozu braucht Daddy das und was ist das? Mom schaute abwesend an die Wand. Das braucht Dad für sein Auto. Ohne das Zeug kann das Auto nicht fahren. Ach so. Ganz sicher glaubte ich meiner Mom das. Mom hatte doch immer recht. Und jetzt spiel noch schön, wünschte mir meine Mom noch schnell, bevor sie sich wieder zu meinem Dad aufmachte. Anscheinend waren die beiden mit ihrem Gespräch noch nicht fertig. Auch wenn Mom wieder nett war, stimmte irgendwas nicht mit ihr. Ihr sonst so gelassener Blick war von einem ängstlichen ausgetauscht worden. Am nächsten Tag war es wie immer. Mami und Daddy waren wieder die besten Eltern der Welt. Wie immer verneinten sie mein tägliches Essensangebot. Aber Mom, du isst nie etwas, Dad auch nicht. Ihr müsst doch aber etwas essen. Das stimmte. Immer haben sie für mich Essen gemacht, aber nie für sich selbst. Das ist, weil wir eine seltene Essensallergie haben. Wir dürfen nur ganz bestimmte Sachen essen, erklärte mir Dad. Wie immer glaubte ich Mom und Dad. Die nächste Woche verging wie im Flug. Ich hatte eine echt schöne Zeit mit Mom und Dad. Sie waren echt lieb zu mir. Ich war stolz, sie als Eltern zu haben. Die Wochen wandelten sich zu Monaten. Die Monate wandelten sich, ohne merkwürdige Ereignisse, zu Jahren. Bald stand mein Geburtstag vor der Tür. Ich würde in ein paar Tagen schon 6 sein und endlich zur Schule gehen können. Ich freute mich sehr, dass ich vor Aufregung nicht schlafen konnte. Wie denn auch, wenn man bald Geburtstag hatte?
Meine Mami sagte, sie wird mir meinen Lieblingskuchen machen und ein sehr tolles Geschenk für mich haben. Oh, ich liebe Geschenke. Ich hoffe, es war die Batman-Action-Figur, die ich mir so sehnlich gewünscht hatte. Daddy meinte, ich darf sogar eine Party machen und meine Freunde einladen, bis ich ihn daran erinnerte, dass die anderen Kinder, ausgenommen Benny, mich seltsam fanden und es für das Beste hielten, mich wie Luft zu behandeln. Du brauchst keine anderen Freunde. Mami und Daddy sind für dich da. Daddy fuhr mir sanft ins Haar. Ich lächelte ihn an. Er hatte recht. Was würde ich ohne meine Mom und mein Dad nur tun? Mom, darf ich dir helfen? Fragte ich Mami, die gerade beschäftigt war, blaue Girlanden für meinen Geburtstag aufzuhängen. Sie stand gefährlich hoch auf einer Leiter, die ihre besten Tage schon hinter sich hatte. Nein, Cody, Schatz, Mami schafft das alleine. Sie lächelte mich etwas nervös an. Anscheinend war die Arbeit für sie nicht einfach. Soll dir Daddy nicht dabei helfen? Fragte ich sorgend. Nein, nein, ich schaff das alleine. Meine Mom hängte demonstrativ die Girlande an die Lampe, um ihr zu beweisen, dass ich mir keine Sorgen machen musste. Die Leiter quietschte lebensgefährlich. Siehst du, Co? Mami blieb der Atem aus, als die Leiter stark zur Seite wankte. Mom! Und rannte unter die Leiter. Geh weg von der Leiter, Cody! Rief sie voller Angst um mich. Zu spät. Die Leiter kippte und fiel mit meiner Mom laut scheppernd um. Unter der gefallenen Leiter lag der leblose Körper meiner Mutter. Ich hatte noch einmal Glück gehabt. Unter der Leiter könnte ich sein. Mom! Mami! Kniend saß ich bei meiner Mutter und rüttelte sie verzweifelt. Mom! Mom! Ich versuchte alles, doch meine Mutter bewegte sich nicht mehr. Ihr Gesicht war zur Seite geneigt. Ihre giftgrünen Augen sahen ohne Emotionen den Fußboden an. Mami! Mom! Tränen flossen aus meinen Augen. War sie tot? Noch einmal blickte ich in ihr leeres Gesicht. Ihre schwarzen Haare hatten sich aus ihrem Zopf gelöst und legten sich wie ein Schleier um sie. Ich hatte bisher noch nie meine Mom mit offenen Haaren gesehen. Ich nahm vorsichtig eine Strähne in meine zitternden Hände. Seidig, doch so hart wie Nägel. Mami. Ich trauerte. In dem Zustand konnte ich mich nicht von ihr wegbewegen, um mein Dad zu holen. Ich musste bei ihr bleiben. Ich wollte bei ihr sein, wenn sie von uns geht. Mit der Strähne in der Hand zog ich noch eine weitere Strähne zu mir. Lose fiel sie in meine Handfläche. Sie war nicht seidig, sondern stumpf. Wieso? Wieso? Wieso waren die anderen Strähnen auch so glanzlos? Sanft strich ich die Strähnen zur Seite, um auf den Grund zu gehen, weshalb sie nicht mehr so glänzten. Mamis Kopfhaut kam zum Vorschein. Aber was war das? Dort blinkte ein leicht gelbes Licht auf. Verwundert strich ich mehr Haare weg. Jetzt konnte ich das Blinken noch deutlicher sehen. Ich beugte mich vor. Woher kam das Blinken? Ich berührte die Stelle, an der es blinkte. Autsch! Und zog meine Hand schnell wieder weg. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Die Stelle blinkte immer noch. Jetzt hatte ich wieder Gefühl in meinen Beinen. Schnell stand ich auf und machte mich rennend auf die Suche nach Dad. Dad! Dad! Schrie ich wie jemand, der in Kürze umgebracht wird. Ja, Cody, mein Junge? Er stand im Garten. Du blutest ja! Ich fuhr mir über das Gesicht und stellte fest, dass er recht hatte. Ich hatte rotes Blut an meinen Fingern kleben. Vor lauter Schreck und Trauer hatte ich es nicht einmal bemerkt. Mom! Mami ist... brachte ich nur heulend heraus. Was ist mit Mami? Fragte er. Sie ist... Ich brachte nicht mehr heraus. Ich zog am Hemd meines Dads. Komm!
Er folgte mir mit einem leicht verwirrten Blick. Als er Mom unter der Leiter begraben sah, machte er sich von mir los und rannte zu ihr. Natürlich rannte ich auch zu ihr. Geh, Cody, wasch dir das Blut ab, sagte er ernst. Nicht schon wieder dieser Ton. Ich will aber bei Mami bleiben, stammelte ich. Du gehst jetzt, keine Widerrede, schrie mein Dad mich an. Wieder bekam ich es mit der Angst zu tun. Wie konnte Dad so böse sein? Zitternd machte ich mich auf ins Bad, um das Blut abzuwaschen. Beim Säubern meiner Hände kam mir eine Sache in den Sinn. Menschen bluten, wenn sie sich verletzt hatten. Bei Mami war kein einziger Spritzer Blut zu sehen. Komisch. Und das seltsame Blinken ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Was hatte es mit diesem mysteriösen Blinken auf sich? Fragen um Fragen und alle unbeantwortet. Ich musste so schnell wie möglich mit Dad darüber sprechen. Vielleicht hatte er eine Antwort parat. Dad wusste einfach alles. Nachdem ich das Blut fein säuberlich abgewaschen hatte, ging ich wieder zurück zu Mom und Dad. Jedoch waren sie nicht da. Mom? Dad? Fragte ich, obwohl ich wusste, dass sie nicht in der Nähe waren. Ich beschloss, in mein Zimmer zu gehen und zu warten, bis Dad zu mir kam. Was für ein Geburtstag. Cody? Eine vertraute Stimme in meinem Zimmer. Ich hatte mich aus Angst in einer Ecke verkrochen und hatte mein Gesicht in meine Arme gelegt. Jetzt aber erhob ich meinen Kopf und schaute in die Augen meines Vaters. Ich schaute ihn ängstlich an. Oh, Cody. Er versuchte so sanft und ruhig zu klingen, wie ich es von ihm kannte. Er legte seine Hand auf meine Schulter. Jedoch wich ich wie ein scheues Reh zurück. Es tut mir leid, mein Junge. Ich hätte nicht so ausrasten sollen. Er lächelte mich freundlich und verständnisvoll an. Wie konnte man nach diesem Lächeln noch Angst haben? Ist Mami tot? Fragte ich traurig. Nein, sie lebt. Ihr geht es gerade nicht gut. Aber keine Angst. Sie wird bald wieder auf den Beinen sein. Ich stand langsam von meiner Ecke auf. Ist sie im Krankenhaus? Fragte ich weiter. Ja, antwortete Dad. Du hast deine Geschenke noch nicht ausgepackt. Meine restliche Trauer und Angst verschwanden vollkommen. Oh ja. Dad, du... Was war das für ein Blinken auf Mamis Kopf? Daddys Körper versteifte sich und er murmelte böse Worte. Ach, das... Weißt du, Cody, wenn man ganz viel Angst hat, dann kann es sein, dass dein Gehirn dir Sachen vorspielt, die eigentlich nicht passieren. Du hast dir das nur eingebildet. Zwar verstand ich mit meinen 6 Jahren nicht viel davon, aber Daddy musste es wissen. Er hatte doch immer recht. Später kam Benny noch mit einem großen Geschenk. Ich packte seines und das meiner Eltern aus. Oh ja, es war die Batman-Figur. Sofort spielten Benny und ich mit ihr. Hatten wir einen Spaß damit. Nach dem Spielen aßen wir meinen Geburtstagskuchen. Ich aß gleich ganze 2 Stück. Dad? Fragte ich ihn mampfend. Ja? Darf Benny heute bei mir übernachten? Natürlich. Darf Benny denn? Benny nickte. Meine Mami kommt später vorbei und bringt mir meine Sachen. Mein Dad stand vor dem Tisch auf. Gut. Entschuldigt mich, Jungs, ich muss jetzt noch arbeiten. Mit den Worten verschwand er in sein Arbeitszimmer, was ich auf keinen Fall betreten durfte. Aus Neugierde wollte ich trotzdem immer wieder rein. Doch jedes Mal war es fest verschlossen. Den Schlüssel dazu hatte nur mein Dad. Als es zu dämmern begann, kam Bennys Mutter mit seinen Sachen vorbei. Sie kniete sich zu ihrem Sohn runter und flüsterte ihm: Pass auf dich auf, Benny. Er verstand kein Wort davon. Wieso? Seine Mutter blickte nur geistesabwesend auf mich. Nichts. Viel Spaß. Sie stand wieder auf und machte die Tür hinter sich sogar selbst zu, bevor ich das übernehmen konnte.
Deine Mom ist seltsam, sagte ich, da ich auch nicht verstand, was das sollte. Zwar sollte das ein Flüstern sein, aber ich konnte jedes Wort davon verstehen. Benny zuckte mit den Schultern. Wir gingen gemeinsam mit seinem Zeug in mein Zimmer. Dort spielten wir mit meinen Spielzeugen, bis Dad reinkam. Jungs, geht jetzt schlafen, es ist schon spät. Er hatte recht. Draußen schien die Sonne nicht mehr. An ihrer Stelle leuchtete der große weiße Mond in der Dunkelheit. Na gut, Dad. Ich half Benny mit seinem Schlafsack. Wir putzten uns die Zähne und machten uns bettfertig. Du, Benny? Fragte ich ihn, als wir uns auf mein Bett setzten. Wir wollten sicher noch nicht schlafen gehen. Ja, Cody? Ich erzählte das Geschehene von heute Mittag. Vielleicht verstand er das mit der Einbildung besser als ich. Leider verstand er genauso viel wie ich. Konnte man nichts machen. Benny gähnte. Geh wir schlafen. Ich bin müde geworden, sagte Benny. Ja, okay. Er kletterte in seinen Schlafsack rein und ich machte das Licht aus. Ich konnte nicht schlafen. Zwar sagte Dad die Wahrheit, aber ich weiß nicht, was ich wirklich glauben sollte. Irgendwas in mir dachte anders. Ich schloss meine Augen und schlief daraufhin schnell ein. Guten Morgen, Cody! Benny sah mich fröhlich an. Morgen, Benny, sagte ich noch schlaftrunken, während ich langsam aus meinem Bett kletterte. Ich nahm meine Anziehsachen und streifte sie mir über. Benny machte dasselbe. Nun, ab zum Frühstück. Benny und ich liefen in die Küche, wo mein Dad auf uns wartete. Ein Funken an Schmerz machte sich in mir breit, als ich mir wieder bewusst wurde, dass Mom ja immer noch im Krankenhaus war. Was ist los? Fragte mich mein Dad. Er schien meine Traurigkeit zu bemerken. Cody, da! Benny zog mich am Arm. Was? Ich drehte meinen Kopf zu ihm. Eine bekannte Person stand dort in Bennys Blickfeld. Ich erkannte sie an ihrem metallisch glänzenden Haar und an ihren grellen grünen Augen. Mami? Sie lächelte schwach und lief langsam zu mir. Ich bemerkte, dass es ihr schwer fiel zu laufen, denn ihre Beine zitterten stark. Hallo, mein Schatz. Sie kam zu mir und drückte mich entkräftet. Mami muss sich noch ein wenig ausruhen, Cody, sagte mein Dad. Benny und ich aßen unser Frühstück. Leider musste Benny nach dem Frühstück gehen. Wir verabschiedeten uns schnell, bevor seine Mami ihn aus der Tür zog. Sie hatte einen entspannten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Benny, flüsterte sie zu ihrem Sohn. Wieder hörte ich die Worte klar und deutlich. Was meinte sie bloß damit? Benny ist doch mein Freund. Wieso ist dann seine Mom so gegen mich? Ich war doch nie gemein zu ihr. Naja, egal. Wichtig ist, dass es Mom wieder besser geht. Der Tag zog sich zu dem Ende zu. Die darauffolgenden Tage auch. Mom ging es mit jedem Tag besser und besser. Ich war so glücklich darüber. Ich hatte Angst, dass ich Mom für immer verlieren würde. Bald hatte sie ihre alte Stärke wiedererlangt. Dad verschwand öfters in seinem Arbeitszimmer. Langsam wurde ich echt neugierig, was er da drin machte. Nie hatte er erzählt, was er arbeitete. Immer, wenn ich ihn auf das Thema ansprach, blockte er ab und wurde wütend. Das musst du nicht wissen, Cody, sagte er jedes Mal aufs Neue. Wenn er nur wüsste, wie sehr mir diese Antwort auf die Nerven ging. Irgendwann schleiche ich mich in sein Zimmer rein. Egal, was er mit mir anstellt, wenn er es herausfindet. Ich muss einfach nur warten, bis er außer Haus ist. Die nächsten Jahre vergingen rasch und ohne etwas Nennenswertes. Benny war nach wie vor der einzige Freund, den ich hatte. Seine Mom war weiterhin misstrauisch mir gegenüber. Immer noch verstand ich nicht, wieso. Meine Eltern waren immer noch die besten Eltern der Welt, auch wenn sie sich nicht mehr so viel um mich kümmerten wie früher. Wie auch. Mit meinen 11 Jahren war ich kein kleines Baby mehr. Ich durfte manchmal sogar alleine zu Hause bleiben. Mein Dad war der Meinung, ich war in dem Alter, in dem man auf sich selbst aufpassen konnte.
Wie auch heute. Nachts war es stockdunkel und meine Eltern waren essen, sagten sie zumindest. Ich glaubte ihnen das aber nicht mehr. Irgendwas in mir glaubte meinen Eltern kein Stück mehr. Irgendwas war mit ihnen. Dad schien mein Misstrauen gegenüber ihnen zu merken und versuchte sich mit etlichen Ausreden reinzuwaschen, doch das brachte ihm nicht viel. Mein Misstrauen blieb. Mein Gehirn wollte mich warnen. Während ich es mir gemütlich machte, fielen mir die Ereignisse der letzten Jahre ein. Das Motoröl war kein Zufall und nur eine faule Ausrede Mams. Nein, Dad hat etwas anderes damit vorgehabt, als sein Auto damit zu ölen. So ein Schwachsinn. Oder Mams Tod. Ich habe so einiges über Unfälle gelesen, weil ich der Sache nicht traute. Und vor allem, weil sie nicht blutete. Jeder Mensch muss bluten. Und wie konnte sie sich so schnell wieder auf die Beine stellen? Das war doch nicht normal. Das Blinklicht nicht zu vergessen. Ich frag mich bis heute, was das ist. Dad hat nie darauf geantwortet. In Gedanken vertieft, bemerkte ich das Telefonklingeln nicht, das im Flur hallte. Wir hatten übrigens einen Anrufbeantworter, also war es nicht tragisch, wenn ich den Anruf nicht bemerke. Es war sicherlich eher für Dad oder für Mom als für mich. Melde dich, verdammt, ich brauche Ergebnisse! Schrie eine tiefe, aggressive Stimme mich aus meinen Gedanken. Der Anrufbeantworter. Ich stand sofort auf und rannte zum Telefon hin. Die Anrufnummer war noch da. Wer zur Hölle war das? Wollte er etwas von meinem Dad? Ja, sicher. Vielleicht jemand von der Arbeit? Nein, bestimmt. Ergebnisse klingen so, als ob Dad im Labor arbeitet oder so. War in seinem Arbeitszimmer ein Labor? Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich musste es jetzt wissen, oder ich werd noch verrückt. Ich hatte jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Meine Eltern würden noch länger wegbleiben. Ohne zu zögern, rannte ich zu Dads Arbeitszimmer, um gleich wieder umzudrehen. Das Zimmer war immer noch zugeschlossen. Auch heute. Aber vielleicht war es ja zufälligerweise auf. Ein Versuch könnte nicht schaden. Ich lief zurück und legte meine Hand auf die Türklinke. Kühl und glatt schmiegte sie sich an meine Handfläche. Ich drückte sie runter. Und siehe da, sie war nicht verschlossen. Trotz, dass meine Eltern nicht da waren, versuchte ich lautlos wie ein Einbrecher reinzugehen. Dunkelheit gähnte mich erst einmal an, als ich einen Schritt reinmachte. Wo war der Lichtschalter? Ich fuhr mit meiner Hand auf der Wand des Raumes. Meine Finger berührten etwas Kühles. Der Lichtschalter. Gleich nachdem ich diesen gedrückt hatte, leuchtete das Zimmer grell in einem weißen Neonlicht auf. Ich machte noch einige Schritte hinein. Nun war ich ganz drin. Ich schaute mich um und ich hatte recht mit meiner Vermutung. Es schien sich um eine Art Labor zu handeln. Weiße Schränke standen aufgereiht da. Eine Art Metallliege war zu meiner Rechten aufzufinden. Links von mir waren herkömmliche Werkzeuge an der Wand aufgehängt. Inmitten des Ganzen stand ein schwarzer Tisch mit einem geöffneten Laptop. Er war noch an. Ob ich einen Blick drauf werfen sollte? Nein, sowas durfte ich nicht. Es ist ja schließlich Dads Sache. Doch dann fielen mir die kleinen Dinge wieder ein, die mich genau das machen ließen. Langsam und meinen Blick auf den Laptop fixiert, ging ich zu ihm hin. Was hatte Dad da gemacht? Meine Augen sahen ein Textdokument an, das soeben minimiert wurde. Ich klickte es voller Neugierde an. Schließlich bekam ich die Möglichkeit zu erfahren, was es mit der Arbeit meines Vaters auf sich hatte, nicht sonderlich oft. Ganz oben stand mit fetten Buchstaben mein Name geschrieben und ich blinzelte überrascht. Es ging um mich? Jetzt musste ich diesen Text um jeden Preis lesen. Ich scrollte ein wenig runter, ohne es zu lesen. Es handelte sich um eine Art Tagebuch, wie anhand des Seitenlayouts und der Unterüberschriften unschwer zu erkennen war.
Obwohl ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte, scrollte ich wieder hoch und begann endlich, die Worte zu überfliegen. Wieder einmal konnten wir uns ohne große Probleme ins Krankenhaus schmuggeln. Catrice war es wieder mulmig zumute. Auch wenn wir das oft gemacht hatten, hatte sie Angst und zitterte, wie eines dieser komischen Wesen. Ich versuchte sie zu beruhigen, was aber fehlschlug. Konnte sie sich nicht zumindest langsam damit abfinden, dass wirklich nichts schiefgehen würde? Manchmal verstand ich sie nicht. Manchmal dachte ich, sie fühlte manchmal wie eines der Wesen. Nun, ich schweife ab. Catrice und ich gingen in den Kreissaal zu den Neugeborenen. Natürlich waren dort sehr viele frischgebackene Eltern, die ihre Babys in den Armen hielten und ihnen trügerische Versprechungen ins Ohr wisperten, während sie sie langsam wiegten. Hinter einer Tür verkleidete sich Catrice als Krankenschwester. Sie sah wie immer nahezu perfekt darin aus. Ja, authentisch beinahe. Die Eltern würden nicht bemerken, dass sie in Wahrheit keine Schwester war. Wir suchten gemeinsam ein Baby aus, welches wir für unsere Forschungsarbeiten benötigten. Da wir letztes Mal ein Mädchen hatten, einigten wir uns dieses Mal für einen Jungen. Catrice fand auf Anhieb ein wirklich, auch wenn ich diese Wesen nicht leiden konnte, süßes und putziges Baby. Mit dem Baby im Arm verließen wir so schnell wie möglich das Krankenhaus und rannten nach Hause. Da wir es nicht einfach nur Experiment nennen wollten, tauften wir den kleinen Jungen auf den Namen Cody. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir waren wirklich gute Eltern. Vielleicht zu gut, denn Catrice wurde bei Kindern immer etwas schwach und verlor unseren Plan manchmal aus dem Blick. Das könnte ihr eines Tages zum Verhängnis werden. Sie wollte jedoch nie auf mich hören und kümmerte sich schließlich viel zu gut um Cody. Sie durfte aber keine mütterlichen Gefühle für ihn haben. Diese Gefühle würden sie verraten. Zum Glück war wenigstens ich normal. Cody wuchs schnell auf. Mittlerweile war er 4. Langsam konnten wir ihn mit Hilfe unserer Stimme beeinflussen. Heute hatte sie uns aus der Klemme geholfen. Catrice war beim Packen seines Rucksackes ein Fehler unterlaufen. Sie hatte unser Öl, das wir zum Trinken benötigen und immer ordentlich vor Cody versteckten, in seinen Rucksack getan. Das war alles ihre Schuld, wenn sie doch nicht so nett zu diesem Kleinen gewesen wäre. Cody hatte sie nach dem Kindergarten über unser Öl ausgefragt. Durch mein feines Gehör konnte ich alles hören. Zum Glück setzte Catrice ihre Stimme ein, um Cody einzulullen und ihm eine Lüge aufzutischen. Ich musste übrigens ziemlich oft lügen und den Kleinen manipulieren, denn er wollte stets wissen, wieso wir nichts aßen. Das würden unsere Festplatten nicht aushalten. Zurück zu Catrice. Sie muss sich echt zusammenreißen, sonst könnten wir uns eines Tages verraten. Und das wäre alles andere als gut. Ich muss besser auf sie aufpassen. Wir würden die perfekten Eltern sein. Niemand durfte davon wissen. Catrice erzählte mir, dass die Wesen uns langsam misstrauten. Sie wussten, dass wir nicht zu ihnen gehörten. Deswegen hatte Cody keine Freunde, weil jeder dachte, dass er auch nicht dazu gehörte. Wie falsch diese Wesen damit lagen. Wenigstens konnten wir den jungen Benny zum Freund Codys machen. Mit unseren Stimmen, das komplizierteste, war die Manipulation seiner Mutter, da es mit steigendem Alter der zu manipulierenden Person immer mehr Kraft erfordert. Doch der Rest unseres Plans verlief reibungslos. Die Jahre passierte nicht mehr viel. Cody gedieh prächtig. Unsere Fassade war makellos, wie glattgeschliffener Marmor. Cody bemerkt wirklich nichts. Heute war ein wirklich schlimmer Tag. Es war Codys 6. Geburtstag. Ich war damit beschäftigt, alte Kabel und Metallteile zu verbuddeln, als Cody blutend zu mir kam. Er sagte, etwas wäre mit Catrice. Sofort ging ich zu ihr. Ihr Anblick warf mich aus allen Wolken. Cody stand daneben,
Ich musste ihm heute mit meiner Stimme ziemlich viel Angst bereiten. Das klappte hervorragend. Der Kleine verkroch sich ziemlich schnell. Ich brachte Catrice ins Labor. Ihre Festplatte war völlig zerstört und die Notstromlampe blinkte pausenlos. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte Cody sie auch gesehen. Das musste ich ihm später irgendwie aus dem Kopf treiben, bevor er wieder diese Fragen stellen konnte. Nun musste ich Catrice Programm neu starten, denn ich musste ihre Erinnerungsdatei resetten. War nicht einfach, doch ich habe schon ziemlich oft an unseren Genossen rumgeschraubt. Zwar musste sich die Festplatte wieder erholen, was sehr lange dauert, aber ich hatte sie wieder hinbekommen und sie war genauso wie vorher. Was für geschickte Hände ich doch hatte. Electric Pro hatte wieder angerufen. Sie wollten, dass ich die Prozedur an Cody schon bald ausführe. Aber er ist immer noch so jung. Im Moment ist er 8. Bisher hatten wir immer gewartet, bis die Experimente ein Mindestalter von 12 erreicht hatten. Doch die Firma meinte, wir sollen so schnell wie möglich bei ihm beginnen, bevor seine Organe sich weiterentwickelten. Dann hätten wir auch eine größere Chance, dass sein restlicher Körper unsere Technik nicht abstoßen würde. Catrice will aber warten, bis er 12 ist. Das wird Stress mit Electric Pro geben. Wir sollten uns allerdings nicht verärgern. Schließlich sind wir beide für ihre hervorragende Technik sehr dankbar. Ohne sie würden wir immer noch zu der Spezies dieser Wesen gehören. Gut, dass wir jetzt etwas Besseres und Mächtigeres sind. Vor allem sind wir aber für unsere Stimmchips dankbar. Sie sind in der genau richtigen Stimmlage programmiert, dass wir Cody ohne große Taten manipulieren können. Trotz der Ermahnungen der Firma ließen wir Cody weiterwachsen, bis er 11 wurde. Zu meiner Enttäuschung zeigt er schon eine leichte Resistenz gegenüber unseren Stimmen auf. Wir sollten jetzt noch besser aufpassen. Cody schien langsam unsere Show zu durchschauen und uns auf die Schliche zu kommen. Catrice machte sich darüber wie allzu oft kaum Sorgen. Sie will ihn sogar öfters zu Hause lassen. Dann kann er doch überall rumschnüffeln. Zum Glück kann er niemals in mein Zimmer kommen, da ich es immer zugeschlossen hatte. Vielleicht sollte ich mich etwas entspannen. Es ist bis jetzt noch nicht wirklich zu einer großen Sache gekommen. Und nächstes Jahr werden wir Cody zu einem Teil der Firma machen. Er wird genauso werden wie wir. Zu etwas Besserem als diese Wesen. Ich hoffe, bei ihm schlägt es nicht fehl. Sonst müssen wir ihn beseitigen, weil er zu viel von unserer Spezies weiß. Ich hoffe, es klappt bei ihm. Wir hatten schon echt viele Misserfolge. Nur 2 Kinder konnten überleben. Was aus ihnen wohl jetzt geworden ist? Firma hat sie zu sich genommen, um ihr Programm zu perfektionieren, damit sie später genau dieselbe Arbeit wie wir ausrichten können. Ab da hörte der Text auf. Geschockt sah ich den fertig gelesenen Text an. Meine Eltern sind verdammte Lügner. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Eine tiefe Wut auf die beiden brach in mir aus. Sie haben mich aus dem Krankenhaus entführt. Wieso machen sie sowas? Wer waren diese Menschen? Wenn sie überhaupt welche waren. Sie sagten, sie gehörten zu einer anderen Spezies an. Was zur Hölle waren sie dann? Und was ist die Prozedur? Wenn ich sie nicht bestehe, werde ich getötet und beseitigt. Ich muss das verhindern. Ich werde weglaufen, so weit wie es nur geht. Irgendwie werde ich es alleine schaffen. Lieber ein Leben auf der Straße, als ein Leben bei diesen komischen Gestalten, die sich als meine Eltern ausgegeben haben. Außerdem müsste ich auch mehr über diese Firma herausfinden. Was wurde aus den anderen beiden Kindern? Waren sie noch am Leben oder waren sie bereits verunglückt? Ich musste alles herausfinden, jetzt. Ich klappte den Laptop zu, als eine tiefe, mechanische Stimme meinen Kopf heftig zum Zucken brachte. Dad. Da du jetzt über alles Bescheid weißt, muss ich nicht mehr so tun, als wärst du mein Sohn, den ich über alles liebe. Du bist nur ein Experiment, Cody.
Leider muss ich dich jetzt schon der Firma ausliefern, weil du über uns Bescheid weißt. Komm her, Cody. Du wirst es niemals bereuen, ein Teil von uns zu sein. Lieber würde ich blind sein, als zu euch komischen Wesen zu gehören. Ich nahm den Laptop und warf ihn an den Kopf meines Dads. Du kleines Monster! Sagte er böse. Der Laptop schien ihn nichts auszumachen. Er fiel krachend zu Boden. Dad holte einen USB-Stick aus seiner Hosentasche. Für alle Fälle! Sag jetzt Ciao, Cody! Aus der anderen Tasche holte er eine Spritze heraus. Wollte er mich betäuben? Nein, nicht mit mir! Ich lief wie ein Blitz an ihm vorbei. Er rannte mir nach. Schnell war ich an unserer Haustür gelandet. Bloß weg von hier. Ich griff nach der Haustür, als mich jemand anderes an der Hand packte. Es war Mom. Es tut mir leid, Cody, brachte sie noch raus, als sie schon zu der Spritze von Dad griff. Er stand sogar neben ihr und sah mich mit einem Gewinnergrinsen an. Mom rammte mir die Spritze in die Vene, bevor ich noch etwas dagegen unternehmen konnte. Gute Nacht, sagte Mom, bevor ich meine Augen schloss. Starke Kopfschmerzen erwarteten mich, als ich meine Augen langsam öffnete. Weißes Licht ließ mich fast erblinden. Ich brauchte ein wenig, bis ich die Helligkeit aushalten konnte. Wo war ich? War ich tot? Cody, du bist ja wach. Eine verschwommene Person stand neben mir. Leider konnte ich nicht erkennen, wer sie war. Falls du dich befreien willst, das geht nicht. Was? War ich eingesperrt oder gefesselt? Tatsächlich. Meine Beine und Arme funktionierten nicht, nachdem ich versucht hatte, sie zu bewegen. Was habt ihr mit mir vor? Brachte ich völlig erschöpft raus. Ohne eine Antwort zu geben, holte die Person eine bekannte Flasche, die ich wiedererkannte. Es handelte sich um die Ölflasche. Langsam, aber sicher wurde mein Blick klarer. Und letztlich konnte ich das Gesicht der Person erkennen. Lass mich in Ruhe, du Wesen! Ich schaute panisch auf die Flasche. Mein Blick war es nicht wert, auf die Person, auf meinen Dad zu schauen. Cody, es ist nur zu deinem Besten. Er hob die Flasche an meinen Mund und riss mir unsanft den Mund auf, sodass ich keine Wahl hatte, als das Zeug zu schlucken. Dad blickte mich dabei stolz an, als die Flüssigkeit zu Ende ging. Es war lecker gewesen.